Fliehen, na gut. Ich wollte eigentlich meine Gruppe tauschen, aber dann werde ich wohl erst hier landen. Und gleich in den Kampf kommen. Warum steht denn da bei mir im Menü, dass der zertot wäre? Der steht doch da. Vielleicht kann ich auch keine Gruppe anordnen, weil wir gerade eine Gruppe sind, also vier. Was ist denn mit Setzer los? Och, der Mann, Allheilmittel. Hat das was gebracht? Nee, anscheinend nicht. Dun, 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 dun. Miranda. Hier war doch Cyan, oder? Tagü, ja. Sabine steht im Bett. Gut. Also, wo ist Cyan? Der Räuberei habe ich den Rücken gekehrt, seit ich von diesem Geheimnis weiß, bin ich nirgends mehr sicher. Was ist mit dir da? Kürzlich fiel mich auf Reisen eine Gruppe wilder Kaktoren an. Kaktoren! Na, denen habe ich aber ganz schön die Stacheln gestutzt. Als ich allerdings eine ganze Reihe von den ollen Nadelgurken erledigt hatte, griff mich plötzlich ein gigantischer Kaktor an. Ein gigantischer. Der war mir eine Nummer zu groß, obwohl so ein Brocken bestimmt einen netten Schatz abgeworfen hätte. Und wo war der? Der Schwertkämpfer, den ich neulich hier traf, gut, wo ist er? War ein wahrer Meister seines Fachs, doch trübte Kummer seinen Geist. Wäre seine Seele befreit von Sorge, würde seine Technik sicher ihre Vollendung erreichen. Und wo ist er? Wo ist er hingelaufen? Bis vor kurzem war ein komischer Kerl in der Stadt, ich glaube, der war Gärtner oder so. Er redete ununterbrochen davon, dass ihn etwas dünkte oder so. Mich dünkt. Gut, Herr Plattner, was haben Sie für mich? Haben wir noch irgendwie was beim Schmied? Schweberote. Ich glaube aber, wir haben hier nicht wirklich viel zu tun. Außer Cyan finden. Und hier ist die Taube. Ja, wo ist sie denn? Kennt ihr jeden Mann aus Soso, der immer zu warnt, hier ist es gefährlich? Ich glaube, der war in Soso unter den Leuten dabei, ja. Er ist die einzige ehrliche Haut in jener verkommenen Stadt. Mit Fragen solltet ihr euch an ihn wenden. Okay. Was ist hier los? Sieh nur, die Blumen hier hat mir alle mein Freund geschickt, der in Moblitz weilt. Schau genau hin, diese Blumen sind nämlich selbst gebastelt, weil doch in der Natur keine mehr wachsen. Ach so. Oh, mein Freund ist ja so romantisch. Und erst seine Briefe. Moblitz wurde von Kefkas Licht der Verurteilung getroffen. Irgendjemand muss die Briefe anstelle des Freundes schreiben. Den Brief lesen. Bin ganz neugierig. Meine liebste Lola. Die Aufbauarbeiten im Dorfe schreiten wohl voran. Mich dünkt, bald schon ist mir vergönnt in deine seligen Arme. Mich dünkt. Dieser altertümliche Stil, das klingt verdächtig nach Cyan. Doch woher mag er die Briefe wohl schicken? Könntest du diese Antwort für mich wohl zur Brieftaube bringen? Die neue Ausgabe von Tücher und Schals, dekorativ gebunden, ist nämlich raus. Die wollte ich noch lesen. Den Brief zur Brieftaube bringen, ja. Ich spiele mal Brieftaube für dich. Vielen, vielen Dank. Okay. Die Briefe schreibt dir doch Cyan sicherlich. Flieg, Taube, flieg.
Wo fliegst du hin? Wo geht's hin? Nach Soso. Ist das so so? Gut, dann wissen wir ja, was unser nächstes Ziel ist. Sobald wir aus der Stadt draußen sind. Auf nach Soso. Ich denke mal, dass das so ist. Schöne Musik, übrigens. Ich mag das. Ich weiß, ich sage immer nur schön, aber ich verstehe nicht viel von Musik. Hauptsache, die Melodie klingt schön in meinen Ohren, in meinen froschigen Ohren. Da ist die Taube hin. Nach oben. Okay. Natürlich. Ach, die sind hier immer noch heimisch. Die Berghühnen. Aber anscheinend nicht stärker geworden. Setzerland gemacht. Jetzt kann ich mich an diese ganzen Tänzerinnen rächen. Weil ich jetzt viel zu stark bin. Tschüssi. Also Setzer scheint es jetzt wieder gut zu finden. Ah ja, hier war ja nur der Balkon. Da war nur Loot. Die Tür ist so verrostet, dass sie sich keinen Millimeter weit bewegt. Und wie komme ich da jetzt weiter aufs Dach? Mit diesem Entroster kriegst du die Tür da oben garantiert auf. Garantiert. Wie wär's nur 1000 Gil? Na gut, Entroster erhalten. Wenn ich das mal vorher gewusst hätte. Sonst laber ich jeden Arsch an, aber jetzt nicht natürlich. Was hat er gesagt? Die Monster sollten da ziemlich stark sein. Das ist mir egal. Ich bin stärker. Bin ich hier richtig? Das war der Balkon. Der Rost löst sich auf. Und in den Kampf. Die arme Berghühne hatten mir nichts mehr entgegenzusetzen. So Berge. So. Was haben die So Berge denn? Raubär. Räuber. Ein Räuber. Oh Gott. Dieser Wortwitz. Ein Räuber. Alle Wege kaputt.
Aber da geht's runter. Rotkappe. Eisschild. Und hier geht's runter. Glacia Labolas. Miss? Kannst du Edgar? Das ist das erste Mal, dass ich ihn in dem ganzen Spiel hab daneben hauen sehen, oder? Bin sehr enttäuscht. Hier geht's lang zu dem Lichtstrahl. Hier scheint Licht durch. Es wäre Licht. Da. Ziele steigt eine Stufe. Gut. Loot, Blitzschild erhalten. Ah, das sind Treppen. Gut zu wissen. Hätte ich beinahe wieder nicht gesehen. Aber nur beinahe. Ein Züchtiger und ein Räuber. Eigeschild. Geht's hier lang? Loot. Also ist die andere Richtung dann unser Ziel. Was ist das? Ein Orientteufel. Okay. Dum. Goldspann. Sieht aber nicht sehr sicher aus, die Hängebrücke. Ich weiß nicht, ob ich da persönlich rübergehen würde. Instabil. Na gut, hat aber gehalten. Hat keiner zugenommen. Da ist ein Speicherpunkt. Treppe runter. Ganz schön verwirrend wieder hier. Ein Räuber! Hilfe, ein Räuber! Ist schon gut, ich höre auf. Edgar erlangt eine Stufe. Boah, Junge! Sabin, wie kannst du nur? Ich mag es, wenn wir nur einen Ausgang haben. Es muss definitiv der richtige sein. Oh, Briefe! Werte Lola, vergib mir, denn meine Briefe waren nichts als Trug. Ich greife zur Feder in einer Stunde, da ich erkannt habe, dass die Wahrheit nicht länger verschwiegen werden darf. Der junge Soldat im Mobil ist weit längst nicht mehr unter uns auf dieser Welt. So schrieb ich euch an seiner Stadt, verzeiht. Es ist einfach, im Vergangenen zu schwelgen, der bitteren Wahrheit zu entfliehen. Doch bleiben unsere Taten dann leer, unsere Schritte stockend. Fasst neuen Mut und blickt nach vorn, werte Lola. Fasst den Mut, neu zu leben. Hochachtungsvoll, Sian. Fest verschlossen. Ach, wir haben dich gefunden. Zeit mag Dinge wandeln, doch unbeirrt erstrahlt die Morgendämmerung und schlagen die Herzen der Menschen.
poetisch. Sian, es freut mich, euch wohl aufzuwissen. Ja, wir leben. Komm mit uns. Sian, verhaltet der Worte, ich gehe mit euch. Gut, ihn müssen wir wenigstens nicht überreden. Die Welt darf ihrem jetzigen Schicksal nicht hilflos überlassen werden. Doch wie, wenn mir dies Frage erlaubt ist, fandet ihr mich? Ihr lasst doch nicht etwa meine... Ja doch, wir haben deine peinlichen Briefe gelesen. Alles schnell verstecken. Ist zu spät. Hast du jetzt gerade in den Mund gestopft? Isst du die gerade? Das nun ist also nichts weiter als ein unbedeutendes Hobby von mir. Wir verstehen schon. Diese Blumen sind wunderschön. Also müsst ihr mich dann so in Verlegenheit bringen? Du bist halt ein Romantiker. Ist es euch ernst? Ich fragte mich, was wohl aus dem unglückseligen Mädchen in Miranda geworden war, und besuchte die Stadt. Dort erfuhr ich, dass sie wohlwissend eine Antwort käme nie. Dennoch jeden Tag einen Brief an ihren Geliebten schrieb, schwer ward mein Herz. Während ich ihr schrieb, musste ich erkennen, dass ich ihr im Grunde glich. Auch ich war in Vergangenen gefangen und wandte mich den Blick nach vorne zu richten. Doch nicht länger will ich so mein Dasein fristen, diese Welt verlangt nach Taten. In Miranda hätte ich das Vergnügen einer Unterredung mit Sir Gau. Sir Gau, er äußerte sich der Gestalt. Stark werden, Kefka platt machen, wenn ich mich recht entsinne. Sicher meinte der junge Herr damit, auf dem Bestienfeld sein Kampfgeschick zu üben. Fest verschlossen, okay. Möchte uns Herr Gau das nicht, beziehungsweise nicht Herr Gau, Herr Sür nicht bereitstellen? So. Ich würde gerne eine Gruppe erstellen. Warum kann ich denn immer noch keine Gruppe erstellen? Es sind mir einfach viel zu viele Leute. So. Sirin hat er fertig, dann kann jetzt Ifrit. Kefsit. Shiva. Und Ifrit. Hat er noch gar nichts gelernt. So, wir fliegen weiter. Katharine ist weg. Ich weiß, was los ist. Katharine kriegt nämlich ein Baby. Aha. Sie sieht nämlich genauso dick aus wie meine Mama, bevor mein Bruder auf die Welt kam. Oh, er kriegt ein Geschwisterkind. Wo ist denn Terra hin? Die ist gar nicht mehr in ihrem Bettchen. Wo sind die denn hin? Was los? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Katharine trägt mein Kind in ihrem Bauch. Wo ist denn der Hund hin?
Geheimgang. Es gibt Grund zu feiern. Da stehst du gleich aus dem Bett auf, ne? Katharina wartet ein Kind. Dann sind die ja jetzt alt genug, um sich um alle zu kümmern, oder? Ich freue mich so sehr auf das Baby. Doch als ich Duan die schöne Nachricht überbrachte, wurde er auf einmal so abweisend. Katharin, bitte verzeih mir. Ich wusste einfach nicht, was ich tun soll. Ich schäme mich ja so, von nun an werde ich für immer für dich da sein. Komm schon, lass uns heimkehren. Oh oh. Hilfe, Hunbaba kommt. Schon wieder? Was sollen wir tun, Terra? Bitte, beschütz unser Dorf. Mir fehlt die Kraft zu kämpfen. Ja gut, ich übernehme für dich. So groß habe ich den gar nicht in Erinnerung, dass der so einen Krach machen kann. Was ist denn seine Schwäche? Neue Schwäche. Heiliges, okay. Habe ich leider nicht. Ich habe leider immer noch keinen heiligen Zauber. Aua. Seeles, könntest du dann mal eine Runde Heilung spendieren? Humbaba Atem. Oh oh. Was ist los? Terra. Jetzt geht's los. Terra ist wieder an Bord. Das ist eine Kettensäge. Wie kannst du damit daneben hauen? Edgar. Also manchmal finde ich das ganz schön klobig, das Menü. Dann irre ich da so ein bisschen rum und will einfach nur zum Guard-Zauber. Haben wir Seeles jetzt schon wieder verloren? Das war's? Humbaba! Dann haben wir ihn diesmal wirklich besiegt? Und alle kommen sie her. Jetzt haben sie Angst vor ihr. Schon wieder ein Monster. Nee, das ist Terra. Terra ist ganz lieb. Ich habe Angst. Ich auch. Mama, Mama, das bist doch du. Ich weiß, dass du das bist. Mama? Terra? Mama? Terra? Ich werde kämpfen. Ich glaube, ich weiß jetzt, was für ein Gefühl in mir aufgekeimt ist. Sicher ist es Liebe. Ich muss kämpfen, um die zu schützen, die ich liebe. Und um die Welt zu einem sicheren Ort zu machen, für alle, die noch geboren werden. Duan, sorge du für Katharin und euer Baby.
Und ihr, meine Kleinen, eure Mama wird euch verlassen, um eure Zukunft zu schützen. Aber ich komme ganz sicher bald wieder. Versprochen. Mama, ich werde tapfer sein und nicht weinen. Ich auch. Du musst ganz bestimmt wiederkommen. Wir warten auf dich. Ich habe euch sehr zu danken, denn ihr habt mein Herz geöffnet. Ich werde kämpfen, um eurer Zukunft willen. Und um neuen Leben eine Zukunft zu geben. Oh, Terra ist wieder da. Wo ist jetzt Celas abgeblieben? Celas? Ah, sie wurde einfach weggeschnaubt wieder. Keine Ahnung warum, aber wenn man zu viert aufkreuzt, lässt der Kleine sich nie blicken. Als wir neulich zu dritt auf Jagd ins Bestienfeld vorstießen, trafen wir auf einen wolfsähnlichen Jungen. Lut? Zornring. Ach, das wird wohl Gau sein, der hier rumlungert. Gau, Gau. Herr Gau, wo sind Sie? In der Truhe steckt ein Monster. Was ist das denn? Ein Vollstrecker. Tigerkralle. Ein Zehenschneider. Wo ist denn Gau hin? Kommt er wieder im Kampf? Goshimera. Ganz interessante Monster hier. Ganz exotische. Exoten haben wir hier. Dun, 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 dun. Gau. Wo ist er wohl, der kleine Gau? Gau, Gau! Von dem will ich mir aber nicht die Zähne schneiden lassen. Was hat sich denn hier geöffnet? Ichigeki, Ichigeki. Hier ging noch ein Schuss. Da unten liegt jemand. Und der Hund hat sie gefunden. Ja, sie ist. Ach, hier geht's hoch. Schwer zu sehen wieder. Speicherpunkt. Dun, dun, dun.
Gut, brauchen wir noch nicht. Also hier in dem Bereich haben das nur die Zehenschneider zu gehen. Level A. Ach, das ist die Kleine. Ist das Interceptor? Eine schreckliche Wunde. Warum greifst du uns denn an? Wir wollen sie doch nur schützen. König Behemoth. Das tat ganz schön weh, oder Edgar? Ich sag mal Terra, dass sie mal ein bisschen heilen soll. Ein bisschen ist gut. Okay, der Gleiser ist hier nicht so... hat nicht so die Wirkung, die ich mir erhofft habe. Dann bleiben wir bei normalen Angriffen. Bei Edgar. Etwas nähert sich von hinten. Ein weiteres Monster taucht auf. Das war doch gerade eben schon König Behemoth, oder? Aua! Wo ist eigentlich Gau? Sollte der nicht hier rumlungern? Dum, 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 dum. Zwei Behemoth-Kostüme erhalten. Okay. Also, aber wir haben wenigstens die Kleine gefunden. Hier ist eine Behandlung unmöglich. Nach Tamasa mit dem Luftschiff. Ein Albtraum. Was ist denn mit dem alten Herrn? Ich hoffe, der lebt auch noch. Ich meine, Zit hat's ja erwischt. Schon relativ früh. Papa? Wo ist Papa? Kommt er nie wieder zurück? Wir können nicht mehr tun, als zu warten, bis die Wunde verheilt ist. Ja, aber wir haben Gau gar nicht gefunden. Gau? Gau, wo sind Sie? Tilga. Gau! Haben wir Pökelfleisch? Gau, gau, ich gau! Freund, Freund! Ja, wir haben Gau endlich wieder gefunden. Ich hätte gedacht, er ist in der Höhle, aber er war außerhalb der Höhle.